Die Erfindung der Liebe. Ein Film, dessen Produktion unerwartet einen anderen Kurs nehmen musste. Der Tod der Hauptdarstellerin stellte die Zukunft des gesamten Projektes in Frage. Drehbuch und Zeitplan könnte nicht mehr eingehalten werden. Neben dieser emotional aufreibenden Situation stellte sich auch die Frage, ob und wie die bereits gedrehten Szenen in den Film integriert werden können. Trotzdem entschieden sich die Regisseurin Lola Randl und der Produzent Herbert Schwering, den Film fertigzustellen. Ich habe über diese moralische Frage tatsächlich mir auch nie Gedanken gemacht, weil ich denke, das, was da passiert ist, ist ein tragischer Moment. Aber das, was wir eigentlich ja wollten, war eine Geschichte zu erzählen, die plötzlich nicht mehr zu erzählen war. Und ich finde, es gibt keine moralische Instanz, den Film jetzt aus einem Ereignis eines Todesfalls heraus nicht zu Ende zu führen, weil es ist einmal Lolas Geschichte gewesen. Es war eine Produktion, und da muss man auch ganz wirtschaftlich argumentieren, hätten wir den Film nicht zu Ende geführt, hätte ich vermutlich auch meine Produktionsfirma schließen können. Die Hauptdarstellerin Maria Kwiatkowski starb mit 26 Jahren während der Dreharbeiten an einem Herzstillstand. Ist sie da? Nein. Dann warte ich hier auf sie. Es ist nicht unbedingt einfach, so auf eine brauchbare Idee zu kommen. Wir sind momentan alle ein bisschen empfindlich. Also jetzt mit dem Film, kann er jetzt überhaupt fertig gemacht werden? Ja, wir wollen ihn fertig drehen. Sie spielt jetzt die Rolle von deiner Schwester. Ist aber schon ein anderer Typ. Ja. Es kommt dann auch wieder eine Arbeitsstimmung auf und das findet man dann komisch. Also allein an dem Tag, wo die Nachricht kam, mussten 2 Stunden später einfach wieder ganz viele Sachen organisiert werden. Dann haben die Beleuchter angefangen, ihre LKWs wieder zu packen. Und es kam auch da wieder eine Arbeitsstimmung aus. Und dann will man sich immer wehren und sagen, jetzt darf gar nichts mehr weitergehen, weil man denkt, der Tod wäre so, so. Und ja, also man hat eigentlich fast alle Gefühle dann durchgemacht bei so einer Situation. Ich kann das nicht. Ich bin dafür nicht der Richtige. Mein Gott, dir wird doch irgendwas einfallen. Wofür bezahle ich dich denn? Also sie hat absolut auf diese Rolle gepasst und so erschreckend auf die Rolle gepasst, dass ich es immer schon ein bisschen unheimlich in der Weise fand. Ich hatte nämlich, muss man ganz ehrlich sagen, schon die Rolle besetzt und dann bin ich erst auf sie gekommen. Es hatte mir jemand gesagt, kennst du eigentlich die? Und dann habe ich gesagt, nee, die möchte ich auch nicht kennen, weil ich habe die Rolle schon besetzt. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe Maria Kwiatkowski doch eingegeben und habe sie gesehen und es war eigentlich total klar, dass sie diese Rolle spielen muss. Es war immer klar, dass dieser Film gemacht werden muss, dass er zu Ende gemacht werden muss. Es war immer ein Kampf und es war auch bis zuletzt überhaupt nicht einfach, also wie seine Form und wie er sein will und was der Film von einem will. Aber es gab nie den Moment, wo ich gesagt habe, ich mache diesen Film nicht mehr. Ich fand es immer total wichtig, diesen Film abzuschließen und zu Ende zu bringen. Und man wusste nur nicht wirklich, wie er seine Form finden kann. Und dieses Ringen mit dem Film, das ist der Film auch selber. Also er hat das ist in ihm drin. Also es ist so ein Film, der mit sich selber ringt und der dann auch so seine Form findet. Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie vielleicht ein Glas kalte Milch? Mhm.
haben Sie vielleicht Lust auf eine Runde Federball? Ich finde den Film auch interessant, genau wie er jetzt ist. Und auch, ich mag den auch, wie er ist. Ich muss den, er ist sozusagen trotzdem, er ist schlimm und schön immer gleichzeitig, wegen dem, was passiert ist. Und das, ja, es ist so eine seltsame Mischung. Das Mädchen, das sie gerettet hat, schwimmt im Pool.